Deutschland ist zwar nicht bekannt als Reich der Mitte, aber irgendwie spielt Mitte für uns doch immer eine besondere Rolle. Mittelschicht, Mittelstand, bürgerliche Mitte, neue Mitte. Wir suchen heute die geografische Mitte, und zwar im niedersächsischen Krebeck. Wollen wir den nochmal fragen hier? Ja. Schönen guten Tag. Können Sie mir sagen, wo die Mitte Deutschlands ist? Da vorne war ein Schild. Achso, also müssen wir wo lang? Hoch wieder. Hier wieder zurück. Oder ist das nicht so Bergkristall oder sowas? Bergkristall aus dem Haar. Da müssen wir hier drauf, damit wir richtig auf der Mitte Deutschland. Kommst du hoch? Ha, Kletteräffchen. Ich frage mich nur, ob ich runterkomme. Wir müssen eigentlich mal fragen, wie es sich so lebt in der Mitte Deutschland. Können wir Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Richtiger Ort ist das hier. Kleiner Dorf. So 800 Einwohner, jeder kennt jeden, vereinsmäßig, alles gut hier. In der Mitte von Deutschland ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist in Ordnung, sagen? Genau. Ja. 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 Schön, dann wünsche ich mir Ihnen, dass das so bleibt. Ja, genau. Danke. Statistik Braunlage in Niedersachsen. Seine eigentliche Mitte hat Deutschland während der Teilung verloren, denn durch die Mauer war der Harz doppeltes Randgebiet. Hier trennen sich auch unsere Wege. Sophie fährt 7 Kilometer weiter auf die andere Seite des ehemaligen Grenzstreifens. Ich bleib im Westen, um zu erfahren, ob der alte Kurort Braunlage von der Wende profitieren konnte. Können Sie mal erzählen, was Sie an dem Ort mögen? Die frische Luft, die schöne Landschaft, viele Erlebnismöglichkeiten für die Kinder. Und wir wollen einfach Deutschland kennenlernen. Von wo kommen Sie? Den Niederlanden. Ach, Sie kommen aus den Niederlanden hierher, um hier Urlaub zu machen? Ja, ja, ja. Aha. Ich finde das schön hier. Ja. Können Sie noch mal beschreiben, was Sie schön finden und warum in Harz? Warum fahren Sie nicht vielleicht in die Alpen oder so, wenn Sie das Berge gehen? Es ist nicht so weit von den Niederlanden. Und wir finden die Natur und die Menschen sehr nett. Der Harz ist größer geworden, ganz klar. Früher waren wir hier eingesperrt, fast. Und jetzt der Harz ist größer geworden durch den Osten. Und wir in Braunlage liegen mittendrin. Auf der anderen Seite Sorge. Traditionell ebenfalls ein Touristenort, wohnten seine 350 Einwohner durch die Teilung plötzlich im Sperrgebiet. Man konnte keinen Besuch kriegen, konnte zwar raus, musste überall die Genehmigung haben. Ich konnte ja nicht in den Wald gehen hinter mir. Das war das Erste, wo ich mich darüber gefreut habe, als alles zu Ende war, dass ich wenigstens mal hinter das Haus gehen konnte. Wie ist die Stimmung heute oder seit der Wende? Ja, dadurch, dass die ganze Wohnung hier leer stehen, nur noch alte Leute gibt, Arbeit ist keine da, nur noch Rentner. Woran liegt das, diese Entwicklung von Sorge? Keine Arbeit. Keine Arbeitsmöglichkeiten. Vorher hatten wir das Kurheim, da war die Hütte, da war in Benningenstein das Kompressorenwerk, die Frauen waren in Nähbuden. Es gibt keine Lebensmittel, gar nichts. Wir müssen eben immer außerhalb fahren. Und das ist eben gerade für unsere Alten, ist das eben nicht das Beste. Die Stimmung, ja, wir können reisen, wir waren in Amerika, wir waren schon überall sind wir gewesen, nicht? Unser Geld geht dafür drauf, aber das ist das Einzige, was wir noch haben. In Braunlage zeigt mir der Bürgermeister, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Wende auf sein 5000 Einwohnerstädtchen hat. So der belebteste Platz hier. Aha. Naja, Braunlage hat ja jahrzehntelang davon gelebt, dass kriegsbeschädigte Leute sich hier erholt haben. Dort fahren wir links. Das hat den Ort jahrzehntelang, 50er, 60er, 70er Jahre begleitet. Aber jetzt sind da neue Generationen groß geworden, die jung, dynamisch sind. Denen müssen wir was anderes bieten hier, um als Ausflugsort weiterhin Erfolg zu haben. So, das ist die Talstation. Die Seilbahn, die hat Jahrzehnte vom Wintersport gelebt und davon, dass man vom Wurmberg in die DDR hineinsehen konnte. Ah ja, okay. Dieses Schaufenster ist ja nun weggefallen mit der innerdeutschen Grenze und jetzt müssen andere Aktivitäten an den Berg verlagert werden, damit die Wurmberg-Seilbahn weiterhin ausgelastet ist. Aha.
Der Wurmberg bietet nämlich jetzt die spektakulärsten Abfahrten mit den sogenannten Monsterrollern. Wie man als Kind Tretroller gefahren ist, kann man jetzt Monsterroller mit den dicken Reifen fahren. Bis zur Grenzöffnung wurde es eigentlich allgemein akzeptiert, dass das hier eine reine Tourismusregion ist, die unterstützt werden musste, auch vom Land Niedersachsen. Und das ist natürlich nach der Grenzöffnung völlig weggefallen. Und jetzt stehen wir aber da, ohne industrielle Struktur und alles und sind nur auf den Tourismus angewiesen. Und das reicht eigentlich nicht. Und der Wegfall der Zonenrandförderung, war das für Sie, hat das eine Rolle gespielt hier? Hat das, ja, es hat ein tiefes Loch hinterlassen, weil sich ja jetzt die Zeiten völlig geändert haben. Wir waren vorher Förderzone. Dann fiel die Grenze weg und jetzt ist die Hauptförderzone wenige hundert Meter weiter, während wir nur noch Ziel 2-Gebiet sind, also wo man erheblich niedrigere Förderung bekommt. Und das lockt natürlich alle potenziellen Investoren vorrangig erstmal nach Sachsen-Anhalt. Wir stehen da also schon in einer gewissen Konkurrenzsituation. Also sind Sie Doppeltverlierer? Also wir sind doppelt. Wir haben die eigene Förderung verloren und sehen uns jetzt einen hochgeförderten Gebiet unmittelbar im Anschluss gegenüber, aber wir wollen es zum Positiven nutzen. Die Besucher, die zu uns kommen, kommen in den Harz. Die sagen nicht, wir fahren nach Braunlage oder wir fahren nach Schirke, wir fahren in den Harz und die nutzen auch den ganzen Harz. Also haben wir auch, profitieren wir auch davon, wenn Attraktionen im Ostharz entstehen, das bringt für uns auch etwas. Wir sehen es also positiv. Ja. Sophie Bleichner Name. Hallo, toll. Von Deutschland 2430. Ach, ja, komm, ja, gleich mit der Kamera an, wa? Die Kamera ist immer gleich dabei. Der ehemalige Bürgermeister von Sorge will mit seinem Grenzmuseum Touristen anlocken. Also hier ist alles erhalten worden, beziehungsweise von uns wieder hingebaut worden. Ich habe einen Kasten Bier ausgegeben, wir waren schon beim Abriss, die Pioniere, einen Kasten Bier ausgegeben, damit sie das oben da wieder drauf machen. Ach wirklich? Ja, ja. Das heißt, war schon zum Stück abgegeben? Ja, das war schon so, der Anfang wurde gemacht. Ja. Die Gemeinde Sorge hat sich seit der Wende nicht zum Positiven verändert, sondern zum Negativen. Warum? Positiv für die Menschen, dass sie hinfahren können, wo sie wollen. Früher konnte keiner nach Mallorca fliegen, heute können sie fliegen. Ich will das mal als Beispiel sagen. Also die Stimmung, dass wir ein einheitliches Deutschland wieder geworden sind, die Stimmung, dass jeder kann, wohin er möchte, reisen, soweit er das Geld hat, ist also sehr gut. Da gibt es nichts, die war vorher schlecht, ja? Weil wir ja wie eingesperrt waren. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, die Arbeitslosen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, ich kenne also viele, die heute bald 60 Jahre alt sind, immer gearbeitet haben, die kannten keine Arbeitslosigkeit, die sind manchmal doch sehr verstimmt, nachdenklich und so weiter und so fort. Die Leute, die unten an der Bode wohnen, ungefähr 10 oder 12 Familien, sind alle weggezogen, weil die Häuser rückübertragen wurden. Und man muss das sagen, so wie es ist. Ja, ich kann nicht jetzt sagen, die haben das zurückbekommen und haben alles in Ordnung gebracht. Nein, sie haben alles verkommen lassen. Familien sind ausgezogen, sind weg von Sorge. Mindestens 150 Einwohner weniger, die wir haben. Also es ist praktisch bloß noch ein kleiner Flecken. Das hat alles dieser, der das also wieder genommen hat, ist da nicht ganz unschuldig dann. So möchte ich mich mal vorsichtig ausdrücken. Ja? Wir werden wahrscheinlich vielleicht jetzt in 2 Jahren mit einer anderen Kommune fusionieren, St. Andreasberg. Das ist auch eine Stadt, aber die hat nur noch 1800 Einwohner. Die ist also so tief gefallen, dass sie nicht mehr selbstständig bleiben wird. Auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze Wendeverlierer. Es hat quasi einen Austausch der Arbeitskräfte gegeben. In den Hotels und Pensionen arbeiten jetzt Beschäftigte aus den neuen Bundesländern, die einpendeln, die also nicht in Braunlage wohnen, sondern die morgens zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Und teilweise, die dort vorher gearbeitet haben, sind in andere Regionen abgewandert. Also das ist, es hat einen regelrechten Austausch gegeben. Und das ist eine zusätzliche Belastung noch für Sie? Naja, die fehlen uns natürlich als Einwohner jetzt. Vorher hatten wir die ja als Einwohner und Steuerzahler, genau. Und jetzt haben wir mehr Einpendler. Okay, danke. Kommen Sie mit runter? Mit der Bahn. Achso, nicht hier mit dem Roller? Nein, nicht mit dem Roller. Ich fahre mit dem Roller. Gut. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. Einst Zonenrandförderung.
Heute Solidarzuschlag. Der Staat versucht, von der Teilung benachteiligte Regionen zu unterstützen. Aber die eigene Mitte hat unser Land trotz Wiedervereinigung noch nicht gefunden.